Ich konnte in der Zeit von diesen 12, 8 Bilder verkaufen und habe auf einmal so gemerkt, wow, okay, da ist ein Resonanzraum, auf einmal erreiche ich Menschen, denen gefällt das. Das hat einfach wie so ein Schalter umgelegt in mir. Jetzt geht's erst los. Nach 30 Jahren malen und jetzt fängt's an. Das finde ich richtig gut. Ich bin der Jakob, ich bin 30 Jahre alt, arbeite als Bildungsreferent bei den Freiwilligendiensten der Lebenshilfe in Hessen. Und wenn ich so abends nach Hause komme, in meiner Freizeit male ich gerne und bin gerne kreativ tätig. Ich habe irgendwann mit 2, 3 Jahren, mir wurden Wasserfarben vorgesetzt und dann habe ich irgendwann einfach angefangen, Sachen zu malen. Und so habe ich über die Jahre dann auch immer weiter gemalt und irgendwie verschiedene Sachen ausprobiert. In der Schulzeit in Kunst öfters auch mal eine 4 bekommen, weil sich dann irgendwie die Wege, wie ich gemalt habe, vielen auch nicht gefallen haben. Also ich habe nie so konventionell gemalt, sondern immer so gemalt, wie es mir gerade gepasst hat. Was in meiner Kunst irgendwie immer mit so einherschwingt, ist, dass ich erstmal so drauf losmale und auf einmal irgendwie merke, okay, alles klar, das könnte irgendwie in eine Richtung gehen, die wird jetzt langsam spannend. Ich bin gerade dabei, ein Bild zum Beispiel zu malen, das stellt Zwerge dar, die an McDonald's anzünden. Da habe ich jetzt ein Zitat benutzt als Titel, das heißt, wenn der Freiheitstag beginnt. Ist aus dem Buch von George Orwell, Farm der Tiere, fand ich unglaublich toll. Daraufhin ist irgendwie diese Idee entstanden. Ist jetzt aber nicht so, dass ich mir im Kopf gedacht habe, cool, Zwerge, die McDonald's anzünden, sondern eher das Offensichtliche einfach mal zu hinterfragen. Dass wir immer noch teilweise auf offensichtlichen Sachen, die falsch laufen, hängen bleiben und das immer noch so akzeptieren, halte ich für einen großen Fehler. Und das ist das, was ich teilweise in der Kunst immer wieder versuche aufzurufen und zu kritisieren. Der Game Changer kam einfach dieses Jahr. Anfang des Jahres habe ich eine Ausstellungseröffnung gehabt mit einer lieben Kollegin. Und das war irgendwie der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, es kann irgendwie funktionieren, dass ich etwas veröffentliche und es kommt irgendwie gut an. Auf jeden Fall möchte ich meine Instagram-Seite ein bisschen größer machen. Bin gerade dabei, nebenbei ein Gewerbe anzumelden, dass ich meine Kunst dann auch richtig professionell verkaufen kann und dann auch das so richtig professionell bewerben kann. Und auf jeden Fall möchte ich mehr Ausstellungen wagen und einfach so alles offen lassen und gucken, was so auf mich zukommt und trotzdem einfach weitermachen mit dem, was mir Spaß macht.